Und damit. Und damit herzlich willkommen zurück zu Kontrast, Folge 2. Wir müssen den Scheinwerfer ausrichten. Das tun wir jetzt mal und schauen mal, was dann passiert. So, wir haben den Drummer. Yes. Und los geht's. Gucken wir uns die Show doch mal an. Obwohl, da fehlt, glaube ich, noch ein Scheinwerfer. Ja, der Hauptscheinwerfer dort oben. Und der ist auch noch kaputt gegangen. Ja, super. Na toll. So, dann werden wir mal... Auch sehr nett hier mit dem Zigarettenqualm. Repariere den Scheinwerfer ist unsere nächste Aufgabe. Ich habe bei Folge 1 ganz vergessen zu erzählen, dass dieses Spiel ganz am Anfang des Startes der Konsole der PlayStation 4 auch rauskam. Und da war es für PlayStation Plus-Mitglieder kostenlos. Ja. Und, wie gesagt, da konnte man sich das kostenlos runterladen. Das hatte ich auch getan, deswegen habe ich es immer noch kostenlos bekommen. So, jetzt sieht man natürlich, jetzt kann man wieder wählen, welchen Schatten man nimmt, ob man darauf geht oder halt hierauf geht. Ich werde mal hier wählen. Also ich finde es richtig cool gemacht, also von solchen Spielen bitte mehr. So. Ich weiß auch, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Oh, hier ist ein Treppenhaus. Schauen wir uns hier mal um, kurz. Vielleicht ist ja hier so eine Leuchtkugel versteckt. Ah, aber hier haben wir was. L1 zum Anzeigen. Check von Johnny Fenris. Fenris an Kate Knight. Nicht gedeckt. Oh, der Check war nicht gedeckt. John Fenris. Da kommen wir nicht durch. Okay, keine Kugel, aber ein kleines Sammelobjekt. Je mehr, desto besser. Neue Fähigkeiten zum... neue Fähigkeiten. Zum Einsetzen von Leuchtkugeln. Da seht ihr es, wir brauchen nämlich die Leuchtkugeln, um hier diese kleinen Kästen, die ihr unten seht. Da brauchen wir nämlich, glaube ich, noch eine Leuchtkugel, wenn ich das richtig sehe. Oder vielleicht auch nicht. Schauen wir uns erstmal weiter um. So, was haben wir hier? Nachricht von Nachricht des Jugendamtes. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. B.E. Dorothy Malenkaya. Okay. This is your second have you found it of direction of your panel as your promise. Okay, da hatte jemand seine Aufsichtspflicht nicht eingehalten. Also wenn es weiter vorkommt, wird das Kind wohl weggenommen, dann geht es ans Jugendamt und geht zu den Pflegeeltern. Das ist nicht sehr schön. Das klingt ja nicht sehr toll. So, dann schauen wir mal. Okay. Dann richten wir mal den Scheinwerfer aus. Okay, wir brauchen keine Leuchtkugel mehr. Da ist er doch schon. Der Pianist. Und ich glaube, jetzt kann die Show beginnen. Dann gucken wir doch mal. Vamp for me, Charlie, would ya?
Eine aufregende Show. Belausche Kate. Oder Kate. Oder Cat. Kate. Ja, man sieht auch, wir sind hier wohl nicht in der realen Welt, sondern in einer anderen Welt, weil da unten sitzt wohl Publikum, was wir nicht sehen. So, und dann schauen wir mal. Was uns jetzt hier erwartet, wir sollen Kate belauschen oder Cat? Cat Knight? What are you doing here? You're singing good tonight, Ken. Don't smooth talk me, Johnny. We had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You working another one of your famous deals? This one's big, Cat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before Not that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Okay, der Vater von Didi hat wohl ernste Probleme. Where is he going? I need to talk to him. So, Didi muss mit ihm reden und wir werden ihr dabei mal ein wenig helfen. Akt 1 von allen Kaschemmen der Welt. Folge Johnny. So, man hört im Hintergrund, da singt Kate wieder. Okay, jetzt sind wir hier. Ah, okay, wir wären auch sonst hier hingekommen. Gut. Naja, haben wir es vorher geschaut. Egal, dann gucken wir mal. So, das Spiel speichert. Zimmer 529, Trophäe erhalten. Yay! So. He just went through the gate. I bet he's going to the bar. Okay, er ist anscheinend in der Bar. That's not true, is it? She kicked him out. It won't open. Das geht nicht offen. Break it open. You're Aber pretty strong. Ich bin sehr stark. Okay, neue Fähigkeit zum Zerbrechen. Kreis von schwachen Hindernissen. Oh. Come on, it's this way. Okay. Da oben sehe ich schon wieder eine Leuchtkugel. Die werden wir uns erstmal schnappen. Und ich weiß, dass wir mit der neuen Fähigkeit hinten auch weiterkommen, wo wir nicht weitergekommen sind. Dort werde ich jetzt gleich erstmal zurückgehen. That's the amazing Vincenzo. He's a world-famous illusionist. What's Daddy doing with him? So, Vincenzo, der weltberühmte Zauberer, den schauen wir uns gleich an und schauen mal, was Johnny mit Vincenzo macht. Warum Johnny mit Vincenzo redet, also quasi der Papa von Didi. Aber ich werde mich mal hier hinten umsehen, denn hier kamen wir auch nicht durch. Und hier ist die Leuchtkugel, die wir jetzt haben. 4 von 10, wunderbar. Hier ging es jetzt nicht weiter, ne? Nein, so. Ja, ich gedenke, dass ich diese Folgen so, ich denke mal im Schnitt 14 Minuten, 15 Minuten machen werde. Ich denke mal, das reicht. Falls ihr die Folgen länger haben möchtet, schreibt es ruhig mal unter die Videos, würde mich mal interessieren. Wohin willst du? Papa ist da reingegangen. Didi, ich möchte mich ein wenig umsehen. Ich möchte mich ein wenig umsehen und schauen, wo wir hinkommen. Ah, okay. Hier brauchen wir später auch wieder neue Leuchtkugeln. Und ich finde es ein richtig tolles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Excelsior. Es ist auch verdammt still gerade. Ich glaube, hier kommen wir noch später hin. Ich glaube, wir gehen nochmal. Wir gehen nochmal nach Daddy zurück. Ihr müsst mich ein wenig entschuldigen. Ich fange schon wieder an, etwas kränklich zu werden. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die Grippe schon überwunden habe. Aber schauen wir mal, was Johnny macht mit Vincenzo, dem großen Magier. Das wird, glaube ich, Vincenzo sein. Er sieht schon aus wie so ein Magier. Live Jazz! De. So, da hinten haben wir was am Tisch liegen. Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris.
People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me of... Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash. Don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Okay. Manager. So, also haben wir finden die Filmrolle in der Jazzbar. Haben wir also mitbekommen, dass Johnny, der Vater von Didi, einen Zirkus besitzt und auch Schulden hat, genau wie Vincenzo ein wenig. Und dass er ja wohl Vincenzo gerne auftreten lassen möchte. So, Jahrmarktsposter, der fantastische Vincenzo. So. Und wir müssen jetzt hier eine Filmrolle finden. Wir haben hier wieder ein Schattenspiel. Und hier ist ein Projektor. Den wir... Ah ja, bewegen können. Reicht das schon? Nee. Reicht das vielleicht schon, um da hinzukommen, da oben? Wir schauen mal. Ich probiere das mal aus. Huch, hoppala. Das wollte ich gar nicht. Oh. Ja, das reicht aber schon. Huch. Mein Gott, ich drücke mal die falsche Taste. So, hier haben wir einen Poolbillardtisch. Und hier kommen wir nach draußen. Ach, hier draußen war doch, glaube ich, noch eine... Stimmt. Ah, ja, genau, hier war ja noch... Ja. Wunderbar. Eine Lichtkugel. Die haben wir jetzt. Eine Leuchtkugel. 5 von 10 haben wir jetzt. Wunderbar. Und hier kommen wir auch nach drüben. Sehr schön. Zum Manager. So. Da haben wir die Filmrolle. Die werde ich noch nicht einsammeln. Wir werden erstmal uns hier ein wenig umsehen, denn da ist noch eine weitere Leuchtkugel. 6 von 10. Und wir haben wieder ein Sammelobjekt. Zeitungsartikel. Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Also hat unser lieber Vincenzo auch Probleme. Und wir haben die Filmrolle. Bringen Sie zurück ins Kino. Gut, dann schauen wir mal. Wir müssen zurück ins Kino. Thank goodness. Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his friends. Mr. So. Fenris, I have performed for the King of the Universe. There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. If your investors haven't heard about me, they're stupid. Sie sind ein Dummi. So. No, there's no way to get across. I know. If we could get the spotlight working, then I could track you with it. But aha. It's out of power. We need some luminaires. Wir brauchen Lichtkugeln. Hast du welche? Natürlich habe ich welche Leuchtkugeln. Und ja, da wird uns Didi helfen, ins Kino zu kommen, denn ich denke mal, dass wir da irgendwie hier rüberkommen, über diese Plakate. Da steht auch wieder Kate. Mein Gott, Kate ist aber auch eine hübsche, ne? Da drüben ist wieder der Vincenzo. Und wir werden jetzt natürlich erstmal nicht da lang gehen, weil ich hatte ja gesagt, wir müssen in diese Richtung, weil ich vermute mal, dass hier noch ein paar Leuchtkugeln sind. Und aber das, würde ich sagen, schauen wir uns in einer weiteren Folge an, Kontrast. Und dann seid ihr auch wieder dabei in Folge 3 und ja, dann geht's hier weiter. Also, macht's gut. Tschüss.